Hallo lieber Skorpion und willkommen zu deiner Tarot-Geburtstagslegung. Ich bin Daniela und ja, in dieser Legung schauen wir in das neue Lebensjahr hinein. Ich mische hier eben noch die Karten und lege sie jetzt nun direkt aus und sag dir, was die einzelnen Positionen bedeuten. Wir haben hier in der ersten Position dein Geschenk und wie du für andere Menschen ein Geschenk sein kannst. Dann haben wir hier eine Herausforderung und in der vierten Position eine Segnung. Die fünfte Karte zeigt einen Einfluss an, der rausgeht. Die sechste, was neu in dein Leben kommt. Dann haben wir hier etwas, wovon du weniger tun sollst und etwas, wovon du mehr tun sollst, um glücklich zu sein. Ja, und solche persönlichen, also solche Legungen zum Geburtstag gibt es natürlich auch immer als persönliches Video zum Download, beispielsweise auch als Jahrestimeline über einen Zeitraum von 12 Monaten. Und alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite, den Link dazu unter dem Video. Ja, und wir schauen direkt rein in dein Geschenk. Stabilität und Kraft. Die 4 der Münzen ist immer eine Karte, die einerseits manchmal ein Festhalten anzeigen kann, aber als Geschenk bedeutet diese Karte, dass die Dinge in deinem Leben auf einem guten Fundament stehen, dass du ein gutes Händchen hast, was Finanzen angeht, was diese ganzen materiellen Dinge angeht, mit denen wir uns ja so im Lauf eines Lebensjahres eben rumschlagen müssen. Es bedeutet Stabilität, es bedeutet Kraft, es bedeutet, dass du ein Fundament hast, auf dem du etwas aufbauen kannst. Und ja, alles in allem zeigt es, dass dieses kommende Lebensjahr einfach, dass du Boden unter den Füßen hast, dass du verwurzelt bist, verankert bist und je tiefer deine Wurzeln in die Erde gehen, desto höher kannst du nach oben wachsen, desto mehr kannst du auch Reichtum und Wohlstand in deinem Leben verankern. Ja, die Karte zeigt auch, also sie deutet eben auch auf analytisches Denken hin, was verbunden ist oder genährt wird aus tiefer Intuition. Das heißt, alles, was so mit Zahlen zu tun hat, mit Planung und Kalkulation und so weiter, dafür hast du eben auch ein sehr gutes Händchen und das ist auch wichtig für dich im neuen Lebensjahr. Dann schauen wir, wie du für andere ein Geschenk sein kannst. Wir haben hier die Umsicht, ja? Und die Umsicht ist eine Karte, die sehr viel Sensitivität voraussetzt. Ja, das bedeutet, versuche umsichtig zu sein, versuche zu erkennen, was andere Leute möglicherweise nicht sagen, wo andere Menschen Raum brauchen, wo sie Schutz brauchen, wo sie Unterstützung brauchen. Ja, es ist ganz oft so, dass jemand etwas braucht und vielleicht nicht darum bittet. Und du bist hier in einer Position der Kraft, wo du eigentlich relativ leicht auch mal mit Kleinigkeiten andere Menschen unterstützen kannst und ihnen damit eine große Hilfe bist. Ja, es geht auch darum, dass man anderen Menschen den Raum gibt, den sie brauchen, um aufblühen zu können. Also vielleicht geht es auch einfach darum, dass du so ein bisschen den Raum halten kannst für andere, in dem andere Menschen aufblühen können. Einfach nur, weil sie wissen, du bist da, du bist als Freund, als Partner, als Partnerin, als Freundin an der Seite, als Wegbegleiter, als jemand, der sagt, lauf, mach dein Ding und meine Unterstützung hast du sicher. Ja, so bist du für andere ein Geschenk. Dann schauen wir nach deiner Herausforderung. Die Herausforderung ist, dass du nach vorne gehst in die Zukunft, ohne zurückzuschauen in die Vergangenheit. Ja, beziehungsweise ohne zu sehr an der Vergangenheit zu hängen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die 4 der Münzen auch eine Karte sein kann, die eben zeigt, dass wir gewisse Dinge nicht loslassen wollen, nicht gehen lassen wollen. Und die Königin der Scheiben, die schaut zurück in die Vergangenheit. Ja,
Das bedeutet einerseits, dass sie sich bewusst ist, was sie alles geschafft hat in der Vergangenheit. Sie sieht aber eben auch Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Ja, das heißt, möglicherweise plagen sie Gedanken wie, wenn ich das und das damals anders gemacht hätte, wenn ich das und das gesagt hätte, nicht gesagt hätte und so weiter. Ja, also von dem her, es ist immer wichtig, dass wir von der Vergangenheit lernen. Es ist aber genauso wichtig, dass wir in der Gegenwart sind und in die Zukunft schauen und zwar aus der Vergangenheit lernen, aber nicht mehr in der Vergangenheit leben. Ja, und von dem her sagt diese Karte, deine Herausforderung ist, dich nicht in Vergangenes zurückziehen zu lassen, auch nicht gedanklich zu sehr an Situationen in der Vergangenheit verhaftet zu sein, sondern wirklich zu schauen, dass du mit der Vergangenheit aufräumst, wann immer du merkst, es ist noch irgendetwas da aus der Vergangenheit, was dich belastet, was dich zurückzieht, ja, dann schau, dass du die notwendigen Schritte unternimmst, um das zu lösen. Behalte die Lektion, lerne daraus und lass die Energien gehen, denn die sind in der Vergangenheit gut aufgeräumt. Dann schauen wir nach deiner Segnung. Regeneration und Heilung ist deine Segnung. Also, du darfst dir im neuen Lebensjahr immer mal wieder Räume schaffen, in denen du die Seele baumeln lassen kannst, in denen du einfach alles loslassen kannst, den Kopf frei kriegst, dich erholen kannst. Das können kleinere Pausen sein, wie das du sagst. Du gönnst dir beispielsweise einmal pro Monat einen Besuch in der Sauna und lässt einfach da mal für Nachmittag die Seele baumeln. Das können aber auch Auszeiten sein, im Wald, in der Natur, mit Freunden, mit allem, was dir gut tut. Ja, dass du einfach so für kurze Momente so das Gefühl bekommst, dass du den Kopf frei kriegst, dass der Druck, der dir im Alltag möglicherweise im Nacken sitzt, losgelassen werden kann. Und das ist eben ganz wichtig, dass du dir immer wieder diese Auszeiten gönnst. Und das ist etwas, das wird sich segensreich auf dein ganzes anderes Leben auswirken. Dann schauen wir nach einem Einfluss, der rausgeht. Wir haben hier die Liebe. Das ist an sich eine sehr positive Karte. Von dem her würde ich sagen, dass wenn in der Liebe, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Herzensthemen die Dinge stagniert sind, dann fangen sie an wieder zu fließen. Ja, also es ist eine Karte, die sagt, das, was stagniert ist, das, was nicht funktioniert hat, beginnt jetzt wieder zu fließen. Und möglicherweise hast du, wenn du jetzt das Gefühl gehabt hast, dass irgendwie in deinem Leben nichts funktioniert oder du nicht so diese glücklichen Segnungen am Wegrand gesehen hast, ja, dann ist das etwas, was sich auch regeneriert und was irgendwo wieder reinkommt. Wir schauen mal, was jetzt noch neu in dein Leben kommt. Die Klarheit, ja. Klarheit, geistige Führung und möglicherweise hast du die Segnungen am Wegrand auch nicht gesehen, weil du zu stark in die Vergangenheit geguckt hast oder mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt warst, möglicherweise auch hier einfach nur den Kopf zu voll gehabt hast. Und hier kommen Segnungen in dein Leben, Klarheit, Intuition, Führung von oben, auch so der klare Blick auf die Dinge und auch diese Offenheit im Sehen, dass du eben diese Segnungen am Wegrand auch entdecken kannst und dass die Dinge, die fließen sollen, anfangen können zu fließen. Dann schauen wir, wovon du weniger tun sollst. Wir haben hier eine Karte, die Gegensätze anzeigt. Gegensätze, die dann aber harmonisch zusammenkommen. Ja, von dem her würde ich sagen, konzentriere dich auf das, was fließt und nicht auf das, was problematisch ist. Ja, das ist auch das, was hier eben rausgeht, diese problematischen Dinge. Also wenn du irgendwo merkst, etwas stößt sich ab, dann versuch nicht da hinterher zu gehen oder das irgendwie möglich zu machen, sondern konzentriere dich auf das, was fließt, auf das, was möglich ist, auf die Dinge, die einfach sind und die von selbst zu dir kommen.
Und folge deinen Leidenschaften. Das ist das, was du mehr tun sollst, um glücklich zu sein. Wir haben hier den Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe, der folgt seinen Leidenschaften. Der ist kreativ. Der tut das, was ihm gut tut, was ihn aufleben lässt. Ja, der setzt auch seine Ideen um und lässt sich vom Feuer der Leidenschaft tragen. Ja, also das hier ist wirklich einfach eine absolute Spaßkarte, die sagt, mach das, was dir Spaß macht. Mach das, was dir gut tut. Und tu einfach mehr davon, um glücklich zu sein. Ja, schaff dir die Freiräume, wo du das tun kannst, was dich erfüllt. Das tun kannst, wo du merkst, es lässt dich aufleben, das tut dir gut. Da erblüht irgendwo etwas in dir. Das ist ganz wichtig für den Skorpion im kommenden Lebensjahr. Ja, einfach so diese kreativen Impulse umzusetzen. Zu leben, leidenschaftlich zu sein, leidenschaftlich zu lieben, denn alles im Leben geht vorbei. Das kommt mir jetzt auch nochmal. Ja, ein Lehrer, den ich kenne, der hat mal gesagt, liebe leidenschaftlich, denn alles im Leben geht vorbei, alles im Leben hat ein Ende und wir müssen das, was wir hier in der Gegenwart erfahren, voller Leidenschaft leben. Ja, liebe leidenschaftlich, genieße leidenschaftlich. Sei im Hier und Jetzt, denn es geht alles irgendwann vorbei. Von dem her genieße dein Essen, solange es warm ist. Und hier kommt noch die Hüterin des Friedens zu dir und sie sagt, lass das Bedürfnis los, Recht haben zu müssen. Ja, das ist auch das, was hier noch mit in der Karte liegt. So gegen die Dinge gehen, lass das los. Das reibt dich nur auf und benutze deine Kraft lieber dazu, in der Gegenwart zu sein, das Leben zu genießen. Ja, das zu tun, wo du merkst, das weckt dein inneres Feuer, das weckt deine innere Leidenschaft und das macht dich einfach glücklich. Ja, lieber Skorpion, soweit ein Blick für dich in das kommende Lebensjahr. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie immer freue ich mich riesig über Likes und Kommentare und auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.